Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Interview von Bettina Geithner und heute mache ich ein Interview mit Erich Meidert. Erich Meidert kommt vom Schliersee und er ist sowas wie ein, ja, ich würde sagen, der Experte schlechthin für Wasser und für Wasserqualität. Er hat eine eigene Firma, die heißt Mr. Water, im Internet unter www.mrwater.eu zu finden. Und ich werde mich jetzt heute mal mit ihm unterhalten über die, ja, ich würde mal sagen, spirituelle Bedeutung von Wasser und auch über Wasser und Energie vor allem. Lieber Erich, ich finde es total schön, dass du zu mir nach München ins Studio gekommen bist. Gerne, bin ich gespannt. Ja, was würdest du denn sagen, wenn jetzt jemand sich noch nie damit beschäftigt hat, Wasser, welche Bedeutung hat es denn für den Körper? Die zentrale überhaupt. 99% aller Moleküle im Körper sind Wassermoleküle. Und wenn du jemanden siehst, ich sag mal, die berühmten Szenen, du bist in der Wüste, dann sagst du nicht, ich mag Cola oder Fanta, sondern jeder sagt Wasser. Also das ist der Schlüssel. Es gibt keinen biochemischen Ablauf im Körper, der nicht mit Wasser funktionieren würde. Also alle Proteine und Aminosäuren, alle sind in der Struktur her aufgebaut wie eine Helix und daran heften sich die Wassermoleküle. Das heißt, wenn ich von meinem Kopf einen Befehl gebe, an zum Beispiel im Krafttraining oder irgendwas, oder sage, es gibt immer Watschen, dann brauchst du, vom Kopf kommt der Impuls, aber die Umsetzung geht nur, wenn da genügend Energie da ist. Und die Energie bringt das Wasser, nicht die Aminosäure. Also das hängt miteinander zusammen. Ohne Wasser gäbe es das nicht. Er wäre nicht möglich. Und man sieht es halt vor allem bei den Leuten mit Wassermangel, wie träge die sind, wie schwer sich die tun, Dinge auszuführen, in die Bewegung zu kommen, in den Move, sagt man. Genau. Aber jetzt sagst du ja, das ist nicht egal, was man für ein Wasser trinkt. Also man könnte jetzt einfach sagen, ich mache das Leitungswasser, ich mache den Wasserhahn auf, trinke Leitungswasser und das passt doch. Oder ich trinke halt irgendwie, kaufe mal Mineralwasser. Was sagst du jetzt da dazu? Ne, ist wie überall. Wenn du dich wo nicht auskennst, dann kommst du vom Mars, fliegt einer runter und sagt, mein Wasser ist Wasser. Mhm. Und wenn sich einer mit Autos nicht auskennt, dann sagt er, die fahren doch, die haben 4 Räder, die haben eine Karosserie. Aber jetzt sage ich mal einen Fiat Cinquecento, ohne den zu nahe zu treten und irgendeinem, ich habe einen Tesla, ist schon ein bisschen ein Unterschied. Also es ist einfach der Oberbegriff, Mensch ist Mensch. Jedes Eichenlaub ist für sich einmalig und jeder Mensch. Und beim Wasser gibt es natürlich dramatische Unterschiede. Aber wirklich, ich konnte das Wort dramatisch gar nicht genug, weil es gibt auch einen Nachweis über Wasserqualität und Sterblichkeit, weil es ist das zentrale Lebensmittel, 70%. Wir können uns ernähren nach relativ ungesunden Vorbildern, aber das ist das Zentrale. Es ist natürlich auch ein Milliardengeschäft und darum hast du als Laie keine Chance zu unterscheiden, was ist gut und böse, weil du kannst dir vorstellen, die großen Konzerne, die einfach ein Loch in den Boden pumpen und da ein Wasser rausholen, das für die menschliche Genetik nicht bestimmt ist, die machen natürlich im Internet und überall tolle PR-Artikel und tolle Statements, die einfach absurd sind und groß. Aber es geht um Milliardengewinne oder um hunderte Millionen und da sind es natürlich in Bayern überall, ich sehe es ja. Also das Einzige, wonach ich mich verlasse nach all den Jahren, ist die Natur. Wie wächst die Pflanze? Was trinkt der Hund? Warum kamen beim Tsunami 300.000 Menschen ums Leben, aber kein Wildtier? Warum trinken die das? Du stellst ihnen einen Schlüssel hin. Ja, warum? Und dann, ja, weil die am besten Überlebensinstinkt haben. Ach so. Ein Wildtier spürt das. Du siehst das jetzt, jetzt gehst du an den Hauptbahnhof in München, da sagt, oh, da ist ein Rauschgift, irgendwo einer schmuggelt. Was holst du? Einen Spürhund. Ja. Wenn du ein Lawinenopfer suchst, du holst einen Spürhund. Oder du hast ein Erdbeben, du hast einen Hund. Und warum geht der Hund an die Pfütze? Und warum geht er nicht an das gute Münchner Leitungswasser? Weil er da was spürt? Oder weil was? Er einen Überlebensinstinkt hat. Er kann nicht Zeitung lesen. Das ist natürlich ein Nachteil. Aber sonst würde er vielleicht auch das Trigger. Damit wirst du sagen, die Leute, die haben den Tsunami nicht überlebt, weil die keinen Instinkt mehr hatten. Wir haben die Messinstrumente nicht. Der Hund, das kann man ja nachlesen bei Wikipedia. Nicht Wikipedia, nicht unbedingt. Aber überall liest du, dass ein Hund das 10.000-fach bessere Gespür hat. Und ich habe als kleiner Bub, musste ich mir eine tote Taube rumbinden, weil mein Bruder ist Jäger, da musste ich so 5 Kilometer rennen.
rennen. Und plötzlich kam irgendwann der Hund daher oder ich habe die Taube irgendwas liegen lassen. Ja. Und das waren bestimmt 5 Kilometer. Und dann hat der die gespürt, hat es aber so genommen, dass ihr nichts passierte. Mhm. Oder er holt irgendeine Ente aus dem See und lässt sie am Leben. So spürig sind die, sie hören das ja auch. Und würdest du sagen, wenn man ein besseres Wasser trinkt, dass man einen besseren Spürsinn hat? Ich würde es nicht sagen, das ist bewiesen. Ah, okay. Sehr logisch. Also wenn du was zunimmst, was sehr viele Fremdstoffe hat, ja, dann ist es nicht so wie die Reinheit des Wassers, weil Wasser gehört zum Versorgen und Entsorgen. Ohne Wasser funktioniert kein Stoffwechsel. Es geht einfach nicht. Es ist wie das Öl im Motor. Du kannst da 400 PS haben, aber ohne Öl geht es nicht. Okay. Jetzt nochmal zurück zum Interview. Thema ja Energie und Wasser. Ja. Du hast natürlich viele, viele unterschiedliche Produkte auf deiner Webseite, wie man Wasser filtern kann. Aber ich möchte jetzt mal auf das Energetische kommen. Da hast du nämlich auch verschiedene Produkte, sage ich jetzt mal, die man für die Energetisierung von Wasser einsetzen kann. Ja. Aber mir ist jetzt erstmal wichtig zu verstehen, wie hängt das denn zusammen, Energie und Wasser? Kann Energie auf Wasser übertragen werden? Und wie geschieht das? Ja, das Lustige ist ja, dass die ganz großen Forscher dieser Welt, die Nobelpreisträger, erst nach deren Pensionierung sich trauen, was über Wasser zu sagen. Mhm. Weil alle wissen, der bekannteste ist Jacques Benveniste, der nachgewiesen hat, die Wirksamkeit der Homöopathie. Und der letzte jetzt ist Luc Montagnier. Mhm. Luc Montagnier hat den Nobelpreis bekommen für die Entdeckung des AIDS-Virus. Mhm. Und der ist jetzt mit 78 oder jetzt ist er schon 80 Jahren, hat er nachgewiesen, wie sehr einfach die Informationsübertragung von und mit Wasser funktioniert. Also ich kann halt Wasser, wir machen immer die Versuche, ganz einfach. Es muss ja immer neutral sein. Wir nehmen einen Urinprobenbecher aus der Apotheke. Dann mache ich da Wasserprobe, das heißt, ich schicke das in die Schweiz und da tue ich 5 verschiedene Wasser nebeneinander. Und dann schicke ich die zum Ernst Braun in die Schweiz, der macht das Verfahren nach Masaru Emoto. Mhm. Hast wahrscheinlich schon mal gehört mit den schönen Kristallen. Und dann kommt halt nach 14 Tagen ein Ergebnis. Und ich schreibe nur immer drauf A, B, C, D oder gewisse Zahlen oder machen wir gar nichts. Oder irgendein Symbol, weil man kann auch mit Symbolen energetisch arbeiten. Also auf alle Fälle kommen dann entweder völlig zerfetzte Bilder raus, die schauen aus wie Dämonen oder haben halt keine Struktur, oder es kommen traumhaft schöne hexagonale Strukturen und die haben dann alle die Form, zum Beispiel so wie hier, wie diese Pflanze. Mhm. Immer dieser 60-Grad-Winkel, auch das hat einen sehr hohen Zusammenhang mit der Natur. Und diejenigen, die halt diese schönen Strukturen bringen, die sind gut, weil sie testen, es gibt ja viele Testmethoden. Aber die beste Testmethode, die bei uns immer einen Ausschlag gibt, ist die Kinesiologie. Die kennst du wahrscheinlich. Ja. Der Armtest. Genau. Der funktioniert aber auch schon mit einem, hast du schon mal probiert, wenn du einen Zettel draufschreibst mit der Information, da schreibst du drauf, also Willi oder Sepp oder Horst, wer dein Herzbube ist. Okay. Und dann kann man tatsächlich immer kinesiologisch testen. Wichtig ist, dass keiner weiß, um was es geht. Also doppelblind. Der testet nicht und du darfst das nicht wissen. Und da habe ich auch mit der Naturheilkundlerin auch einmal bei mir so Mittel ausprobiert. Und die hat gesagt, Erich, du bist eher ein bisschen abgefahren. Dann haben wir 50 verschiedene Mittel getestet. Da hat sie nur die Namen draufgeschrieben. Und das war einfach Wahnsinn, das war irre. Und dann hat sie mir homöopathische Mittel gegeben. Weil es ist ja alles Information. Wir wissen, alles ist Schwingung. Was würdest du jetzt sagen, aber wenn ich jetzt, also energetisiert, erstmal, wie kann man überhaupt Wasser energetisieren? Da gibt es viele Wege. Zum Beispiel? Also, nehmen wir. Hier, ganz spontan, ich könnte das Wasser hier energetisieren. Das ist die Frequenz, die Herzfrequenz. Okay. Da gibt es ein Gerät, das kommt aus Kalifornien und das nehme ich ab und zu mit, wenn sie mir es halt nicht glauben. Dann gehe ich zum Wirt und bestelle mir einen Uso. Und der Uso schmeckt, und da mache ich wieder doppelblind, das müssen also beide raus. Ich tue das hier beschallen, das ist die Frequenz des Herzens. 528 Hertz hat das. Mhm. So, und dann blase ich da rein, jeder sagt, der spinnt, aber dann kommt halt derjenige, der testet. Und dann lasse ich ihn erst das, was ich beschallt habe, testen, weil es ist total weich und geht runter wie Öl und das andere kratzt so richtig. Ja. Also Uso, kennst du sicher, die kratzen. Ja. Und so ist er ganz weich. Und das mache ich halt dann mit dem Bier und mit dem Wein, je nachdem wer da ist. Und so kann man energetisieren. Du kannst es aber auch schon mit der Hand,
ganz einfach, früher, du kannst es hier wirklich auch so energetisieren mit guten Gedanken. Mit Dankbarkeit und also mit ganz edlen Gedanken. Kannst du das machen? Kannst du einfach mit Schnaps auch probieren. Das ist immer das Beste. Einfach, oder mit dem Rotwein, da kaufst du einen Rotwein und dann, wichtig ist halt, dass der andere das nicht weiß, aber du musst ihn halt einfach, sagen wir mal, 20, 30 Sekunden spirituell ganz mit großer Liebe und Dankbarkeit erfüllen. Also meine Dankbarkeit ist halt, dass ich mich einfach bedanke für das, was der mir wieder gibt und wie, ja. Okay. Und was habe ich dann davon, wenn ich energetisiertes Wasser trinke? Ja, dann hat man halt im Wasser nachgewiesen, dass du hexagonale Strukturen hast. Und was macht dann das dann hast mir? Du Energie. Die hexagonale Form des Wassers und auch solcher Flüssigkeiten sind immer, die haben immer ein Elektron über. Das gibt es bei den Lehren von Professor Pollack, der hat das schön nachgewiesen. Mhm. Es geht nur um Energie und diese Energetisierung heißt, in dieser Struktur hast du ein Elektron über. Und wir brauchen Elektronen und Strom. Den hat auch nur keiner gesehen übrigens, den Strom, aber anscheinend gibt es ihn. Okay, ich verstehe schon, was du sagen willst damit. Jetzt ist es ja so, dass zum Beispiel an so Wallfahrtsorten, wie jetzt in Lourdes oder in Fatima, da werden ja auch Heilwässer verkauft. Ja, ganz was Irres. Und da wollte ich dich jetzt auch mal fragen, ich kenne viele, die halten da ganz viel drauf. Die sagen, das wirkt, aber was ist es? Ist es der Glaube oder was ist es? Weißt du, was das Warum hilft es dann? So begann meine Laufbahn. Im Jahr 1997 war ein Bericht im bayerischen Fernsehen. Ja. Und zwar über Frauenbründel. Das ist in der Nähe von Glonn in Ebersberg. Ja. Und da hat man behauptet, wenn du diese kleine Kapelle, wo unten das Wasser rausläuft, und überall läuft bei diesen kleinen Kapellen das Wasser unten raus, wenn du diese Kapelle jetzt abbaust und versetzt, die sind ja nur auf dem Boden, die sind nicht verankert. Wenn du die Kapelle wegtust und woanders hinsetzt, dann verschwindet das Wasser. Und zwar ist es immer schon bewiesen. Und dann setzt du diese Kapelle wieder da drauf und das Wasser kommt wieder. Ich war jetzt mal wieder dort in Frauenbründel nach 20 Jahren, hast natürlich brutal viel Nitrat drin und normal ungenießbar wegen hoher Nitratbelastung, aber von der Frequenz, vom kinesiologischen Test wirklich gut. Hat halt leider zu viel Fremdstoffe. Und es ist halt einfach so, dass wenn du eine entsprechende Frequenz hast und eine Schwingung, so wie beim Schnaps, so kannst du das natürlich auch hier, in Lourdes sind es gewisse Gesteinsschichten, vor allem auch Magnesium drin und andere einfach, das sind gewisse Frequenzen. Es gibt ja diese heiligen Orte. Ich meine, warum haben also die deswegen Kirche... Also deswegen hilft, damit das versteht, deswegen hilft dann das Heilwasser? Oder ist das... Nein, warum hat die Kirche... Warum bauen die schräg, da schräg? Du musst mal schauen, wo da die Kirchen alle stehen in diesem Lande. Mhm. Total Scheps. Warum? Weil sie es immer auf Kraftplätze gemacht haben. Okay. Und ich werde eines nie vergessen, auch das hat mich geprägt. Mein Bruder, wir haben eine große Jagd, der hat einen Jagdhund gehabt. Das war der Weltmeister, war der mit dem Hund, der war mindestens 10.000 Euro wert. Und dann ist der Hund plötzlich im Fuchsbau drinnen verschwunden. Aha. Und was passiert dann? Alle Jäger, wir haben den Berg abgegraben, 2 Tage waren alle zugange und haben den Hund gesucht. Nichts, keine Chance. Und am Schluss ist einer draufgekommen und hat heu halt den, der spinnt zwar ein bisschen, aber das ist ein Wünschenrutengänger, hilft halt nichts. Ja. Letzte Hoffnung. Dann kommt der, und da war ich selber dabei, da kommt der, dann nimmt der sein Pendel, geht mit dem zum Stroh, wo der Hund eben gewesen ist, nimmt das Pendel auf und dann geht er rein ins Holz. Und dann geht er rum, nach 10 Minuten, ich kriege da immer noch Gänsehaut, nach 10 Minuten kommt er und sagt, da unten ist ein 2 Meter. Und da war der Hund, unversehrt. So, und so begann eigentlich meine spirituelle Laufbahn. Spirituos, weil wir noch unser paar Bier gekauft haben, weil es gut gegangen ist. Aber so begann das, auch mit der Kapelle und mit dem Hund. Aber das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, den Zusammenhang. Aber wie konnte ein Heilwasser... ja wirklich heilen. Also das nicht Heilwasser meine ich jetzt nicht. Ich meine heiliges Wasser. Ja, wegen der Frequenz, wegen der Schwingung. Wegen der Frequenz. Ja, so wie ich jetzt auch die Herzfrequenz und gemacht habe. Und es kommt aus der Quelle und hat dann eine bestimmte Schwingung. Über gewisse Gesteinsschichten. Das sind ja unterirdische Steine. Es gibt ja zum Beispiel Häuser, wo du sehr viel Lungenkrebs hast oder was sehr viel mit Radonen zusammenhängt. Aha. Kannst du heute alles messen. Ich hatte mir mein Haus gebaut für über 1 Million und das war nach einem halben Jahr, war alles kaputt. Da war dann Scheidung, das ist alles kaputt gegangen. Und dann habe ich es hernach messen lassen. Da war eine Wünschenrutengängerin da, die hat 7 Stunden gemessen, die war fix und fertig, die hat geschwitzt. Und dann hat mir die Linien, die Kreuzungslinien aufgezeichnet. Und dann hat sie gesagt, ja, pff. Und dann habe ich
da kannst du praktisch in dem, was weiß ich, 380 Quadratmeter Umfläche, da kannst du praktisch nicht schlafen, weil es dermaßen war. Das ist natürlich alles esoterischer Blödsinn, aber heute wissen wir halt, dass es doch nicht ganz so ist. Eben dank diesen Nachweisen von der Homöopathie. Und dass die wirksam ist, das ist 1000%. Ja, das kann ich auch. Also was mir da die Leute im Laufe der Jahre erzählen, ist atmen. Also es gibt halt die groben Energien und die feinstofflichen. Ja, genau. Und die feinstofflichen, da sagt man, wir haben einen guten Draht zueinander, obwohl kein Draht da ist, wir haben eine gute Schwingung. Ja. Ja, und der liegt auf meiner Wellenlänge. Und alles schwingt ja. Ein Wassermolekül schwingt in der Sekunde 13 Milliarden Mal. 13 Milliarden Mal. Professor Warnke, bionisches Wasser, gutes Buch. Und wenn man jetzt krank ist und dann nach Lourdes fährt oder zum Beispiel und man trinkt dann von dem Wasser, wie kann das dann einem helfen zu heilen? Ja gut. Wie, was passiert dann? Du weißt ja selber, dass manche Leute, wo man sagt, mein Gott, hat der Sorgen. Ja. Wo Milliarden hat, bringen sich die Kinder um. Habe ich auch schon erlebt, diese Sachen. Weil zwischen gewonnen und verloren, mein Spruch, entscheidet sich zwischen den Ohren. Also natürlich, der Glaube versetzt Berge. Also es steht nicht nur in der Bibel, sondern das ist halt so. Und, und da, wenn du dir anschaust, Bruce Lipton, die Zellbiologen, oder Joe Dispenza, wie sie alle heißen. Wenn du nicht glaubst, es gibt ja Placebo und Nocebo. Und die Ärzte haben einmal 200 Leute operiert, alle den Bauch aufgeschnitten, und zwar richtig grob aufgeschnitten, und haben nichts gemacht. Und dann haben die zu den Leuten, sind hier und gesagt, herzlichen Glückwunsch, ein Wahnsinn. Es ist wie ein Wunder, aber sie sind geheilt, alles ist geworden. Die Heilquote war 80%. Das glaube ich. Letztlich ist alles Energie. Es geht immer nur um Energie. Es geht um die Energie. Und wenn jetzt der Arzt, es ist immer so, ist auch, ich denke mal das oft, Ärzte, die sagen dann ihre Diagnose und dann hat der Patient eine Auffassung von seinem Leben und es geht dann rapide bergab. Absolut. Und wenn er dagegen, deswegen wäre es halt sehr wichtig, dass die Ärzte sich mal überlegen, was die eigentlich für Diagnose stellen und so weiter. Und bevor sie es sagen und wie sie es sagen und so weiter. Da sind wir noch. Aber es ist halt, die Information ist sehr wichtig. Und, und das erzeugt halt Energie, die Information. Absolut, genau. Und die kann man also auch mit einem Wasser jetzt von dir, das vielleicht energetisiert ist, durch eines deiner Es gibt Sachen, viele Wege, die da rumführen. Kann man dann auch die Energie in sich verändern, dass man zum Beispiel eher positiver ist oder dass man eher andere Gedanken hat oder dass man vielleicht auch mehr Glück anzieht? Das kannst du nicht verhindern. Wenn die Energie richtig ist. Es gibt ja viele gute Energetisierungen. Also ich werde oft gefragt, was hältst du davon? Ja. Ich habe den weltgrößten Energieakkumulator gebaut nach Wilhelm Reich. Ja. Also es hat noch nie so einen Verrückten gegeben. Ich kenne einen, der das verdient dieser, Millionen, der Orgon-Akkumulator. Genau, wie heißt der? Magic Tower. Es geht um Organenergie. Orgon. Orgonenergie von Wilhelm Reich. Genau. Erzähl mal ein bisschen davon. Was ist denn diese Orgon-Energie? Das ist ein Energieakkumulator. Und da gibt es auch auf dem Markt sehr viele, die das praktisch ähnlich machen. Das ist ein Quarzsand, weil du hast ja in jeder Uhr, jedes Handy oder so, die Information, worauf das gespeichert ist, ja Quarzsand. Und da wird es drauf gespeichert. Ich bin aber auch jetzt ein bisschen abgekommen davon, weil man muss natürlich sehen, dass sich die Dinge auch wieder entladen können. Also ich habe das gebaut in der größten Euphorie. Und man stellt halt jetzt nach 6-7 Jahren fest, dass man da auch schon aufpassen muss, denn so wie das super Energie anzieht, kann es aber auch schlechte anziehen und es kann sich auch abnutzen. Also bin ich jetzt aus dieser Mischung, aus diesem Quarzsand und natürlich der heiligen Geometrie. Da kann ich nur empfehlen, Andreas Beutel, hast du schon mal gehört? Nee. Andreas Pythagoras-Institut in Dresden. Und Andreas Beutel berichtet über diese heilige Geometrie, die Blume des Lebens, kennt glaube ich jeder. Und diese Fibonacci-Kurve, Fibonacci-Zahlen. Erklär mal für Zuseher, die es jetzt nicht wissen, was ist diese Fibonacci-Kurve? Ja, letztendlich ist es eine mathematische Anordnung. Das geht so, man hat ein Viereckchen, ein Viereckskastel, eins, das daneben noch ein Kastel, sind zwei, dann baut man ein drittes dazu. 1 und 1 ist 2, 2 und 1 ist 3, das Netz hat 3, dann 3 plus 2 ist 5. 5 plus 3 ist 8, 8 und 5 ist 13, 13 und 8 ist 21, 38 oder 34. So entwickelt sich das alles aus dem, hier, man sieht es in jeder Blume, man sieht es überall, alles entwickelt sich aus, so wie eine Schnecke, so wie die Natur alles ist. Aha.
Und in der Natur gibt es ja keine geraden Linien. Also so entsteht alles Leben. Man sieht es an der Sonnenblume ganz gut. An diesen, man sieht es jeden Tag ja. überall in der Natur. Zum Beispiel Brokkoli. Ja. Brokkoli ist die typische Fibonacci-Kurve. So entwickelt sich das, so, okay. so groß. Aber jetzt nochmal wichtig. Also diese Orgon-Energie. Die Orgon. Was ist du das, sammelst damit Energie. Eine Schwingung wird da übertragen? Nein, es ist ein, akkumuliert sich Steinwolle, Baumwolle, organische und anorganische Materialien werden aneinander praktisch geschichtet ja. und dadurch ist die Energie, die da ist, wir haben ja jetzt auch ja. Energie, mhm. die akkumuliert sich und das geht dann am Schluss so zusammen, also die potenziert sich. Du hast Steinwolle, Baumwolle, Steinwolle, Baumwolle, Steinwolle, Baumwolle ja. und dann hast du am Schluss so eine hohe Energiedichte und die geht wie ein Laserstrahl runter. Okay. Und sein Tod war natürlich für Wilhelm Reich in der Psychiatrie, weil er natürlich auch Krebs geheilt hat oder sowas, nur über die Frequenzen. Ja, was misst dann? Man kann dann, wenn man in diese, mit dieser Energie Orgon, ja. ist, ja, kann man dann Krankheiten heilen oder was macht er das Er hat dann? Krankheiten geheilt, er hat halt sehr viel darüber geschrieben, Aha. er war halt Arzt, aber er ist natürlich in Bereiche gegangen, die damals tabu waren. Ja. Er sagt, das Leben besteht aus Beladen und Entladen. Mhm. Und für ihn war natürlich tödlich, dass er manchen Patientinnen und Patienten empfohlen hat, auch mal an die Sexualität zu denken und auch da an eine Entladung zu denken. Diese Orgon-Dinger, das geht dann runter und dann bündelt sich das und das geht runter wie ein Laserstrahl. Und wenn sich da manche Leute haben sich eben da reingesetzt, haben sich eben bestrahlen lassen und dann hast du halt eigentlich nur diese wunderbaren Frequenzen. Also es ist wie und dann geht die Krankheit weg, kann man das so sagen? Ja, also er hat es nachgewiesen. Okay. Wilhelm Reich hat es nachgewiesen. Mich haben schon viele gefragt, ob ich es machen würde. Ich sage, nee, auf keinen Fall. Aber man kann sich im Internet erkundigen. Aber auch da. Wieso würdest du es dann nicht machen? Weil es natürlich, wenn es schlecht gebaut ist, auch Ach die so. Negativen Energien. Okay. Ich habe schon genau das Gegenteil. Darum bin ich da sehr, sehr zurückhaltend. Ah, ich verstehe. Und dann hast du aber auch noch ein Produkt jetzt zum Energetisieren, nämlich diesen Lourdes-Generator. Ja, das was macht einen freien das? Wasserstoff. Das ist molekularer Wasserstoff. Was ist ja, so was wir brauchen, das? Sind Elektronen. Ja, wieso brauchen wir Elektronen? Elektronen ist ja Strom. So. Und du hast in einer Tomate, hast du eine, mhm. kann man messen, einen Redoxwert von minus 20 Millivolt. Das heißt, das ist, was ist ein Redoxwert? Also ist es reduzierend oder oxidierend? Ah, okay. Oxidierend mhm. ist der Apfel, den du auseinanderschneidest. Ja. Dann greifen sofort die Sauerstoffradikale den Apfel an und dann fault er halt. Ja. Aber was wir brauchen, sind Antioxidantien. Okay. Und wir sagen jetzt zum Beispiel, ja gut, so ein Karottensaft sind lauter Antioxidantien. Ja. Und da gibt es ein Messgerät und dann misst du die Spannung. Mhm. Ein Wasser hat eine positive Spannung, das heißt, es ist oxidierend. Aber es gibt halt 4, 5 Wasser auf der Welt, in Mexiko, in Takot, Lourdeswasser, ab und zu in Nordenau, im Tal der Hunza. Da hat man halt gemessen, dass dieses Wasser nicht einen Wert hat von plus 250, sondern mhm. einen Minuswert wie der Karottensaft. Aha. Und ich habe zum Beispiel einen Versuch gemacht, den kann ja jeder nachmachen. Ich habe eine normale Tomate genommen und da habe ich dann reingestochen mit meinem Messgerät. Das hat ja einen Wert von plus 30 Millivolt. Ja. Dann habe ich die 3 Stunden im Lourdeswasser lassen. Und dann hatte es einen Wert von minus 50 Millivolt. Aha. Und das ist halt das Geniale. Und minus heißt, es gibt ja Elektronen, es gibt ja Strom. Okay, und das kann man mit dem Lourdes-Generator von dir, kann man das Wasser dann praktisch so verändern? Ja, ich trenne, das ist ein ganz einfaches Verfahren. Ich trenne H2O in H2 und in O. Okay. Das O geht raus okay. und H2 bleibt. Und mhm. das kann ich halt mit dem Redoxwert messen. Also dann komme okay. ich halt von plus 250 auf minus 400. Okay. Und wenn ich es jetzt noch verwirbel vorher und ein bisschen mineralisiert, genau. dann komme ich auf minus 600. Und Verwirbelung ist auch eines dieser Sachen, mit denen man sich. Klar, da hast du, der Mensch hat halt, für mich waren 2 Träume. Einmal der Traum Nummer 1, wie kann ich es hinkriegen, dass ich messbar das Hochgebirgswasser vom Krümmel hinbekomme. Warst schon mal in Krümmel? Mhm. Österreich am Gerlospass. Europas höchster Wasserfall, ja. 380 Meter. Okay. Und da hocken die ganzen Lungenkranken. Die hocken da und da gibt es halt Nachweise, wenn die 2, 3 Wochen einatmen, dann haben die dramatische Verbesserungen. Okay. Jetzt habe ich natürlich angerufen und gesagt, warum macht ihr keinen Kurort? Ja. Ja, weil wir nicht so viel Platz haben für die Ärzte. Geht nicht, bautechnisch. Ach. Aber die hocken da vor. Also und dann gehe ich halt da hin und messe das Wasser oben und dann messe ich es 10 Kilometer weiter unten. Ja. Da hat es 14 ppm. Und 10 Kilometer weit unten hat es auch 14 ppm. Okay. Und da läuft es halt durch. Und diese Werte, die kriege ich halt dadurch, dass ich es richtig verwirbel. Ich finde es auch wichtig. Was heißt denn verwirbeln? Heißt es, man rührt um? Nein. Auch so? Ja, doch im Groben, freilich. Ah, ja, okay. Mutter rührt immer rechts rum.
Doch. Das heißt, ich nehme dann ein Wasser von Wasser, das ich halt erst... Du, wenn du jetzt einen einfachen Dings nimmst und verwirbelst, du kannst ja eine Flasche nehmen, die schüttelst du und dann siehst du, wie es meandert. Und dann habe ich mehr, dann habe ich praktisch mehr von den Elektronen im Wasser. Dann ist es energetisiert, ja. Und mit was ich das verdrehe, verwirbel, ist wurscht. Ob mit einem Kochlöffel oder mit einem Metall? Nein, es ist, kommt schon drauf an. Aber das schönste Beispiel ist diese leere Wasserflasche, die du einfach, kann ich dir mal zeigen, also die schüttelst du und dann hast du definitiv schon mal verwirbeltes Wasser. 100%. So einfach geht es ja auch. Und das trinkt man dann hat man gleich mehr Elektronen sozusagen. Ja, dann hast du mehr Energie. Kann man denn mit energetisiertem Wasser auch irgendwie dann besser Sport machen? Oder? Definitiv, 100%. Ja, ja, mei, da gibt es ja Versuche. Ich meine, da jeder kann es, jetzt sage ich mal, das Einfachste für die Zuschauer ist, der soll diese Flasche nehmen, wie ich es so beschrieben habe, und dann fünfmal probieren, einen Liter, dann hat er schon raus, wie es geht. Ja. Und dann kauft er sich für 50 Cent ein Kresse-Samen. Aha. Und das machst du jeden Tag, 4 Wochen lang, immer dieselbe Messe, nimmst du Leitungswasser, tust du das energetisierte Wasser in die Schale mit dem Kressesamen, tust dann dein Leitungswasser in dieselbe Menge Kresse rein, wiegst mir 50 Kressebröselchen und dann schaust du, was rauskommt. Das eine wird, ich habe neulich Ärger gehabt, der sagt, Herr Meider, das hätte ich aber nicht gedacht, der Bananenbaum ist um die Hälfte größer geworden, hat sich verdoppelt, die Blätter waren 32 cm, jetzt sind es 65, jetzt habe ich ein Problem. Es liegt nur an diesem energetisierten Wasser, an dem verwirbelten Wasser. Ja, ja. Und wir haben jeder probieren. Wir haben ein Produkt, das heißt EasyQuell, das ist ein echtes Patent. Ja. Und das haben wir nochmal optimiert und da haben wir halt diese Versuche gemacht. Und was ist das EasyQuell? Ja, da habe ich das fürs ganze Haus und da verwirbel ich es physikalisch. Und dann gibt es ein Knüpfverfahren und da baue ich ein riesengroßes Magnetfeld auf. Ja. Und dann hat es halt diese Struktur und ich kann halt nur sagen, einfach ausprobieren mit dem Kressesamen. Billiger geht's nicht, günstiger. Aber ist natürlich für die Tiere, für die Landwirtschaft, ist das ein Segen fürs Ganze. Ja, ich würde es nicht trinken, weil halt unser Wasser schwer, schwer beschädigt ist. Ich trinke ja immer Münchner Leitungswasser, aber du meinst, es ist nicht so gut, das Münchner Leitungswasser zu trinken. Das ist genauso gut wie die Tatsache, dass der Klapperstrach die Kinder bringt. Das ist genauso nachgegeben. Ja. Also man muss immer sehen, wer hat Schuld an der Misere. Ja. Also die Misere ist zwischen 1850 und 1990 entstanden, indem man Kiesgruben nicht abgedichtet hat, alles verfüllt hat. Du siehst ja Oberwiesenfeld, Olympia, Allianz Arena, alles ringsherum ist voll Müll. Und in dieser Zeit hat man kein Umweltbewusstsein gehabt, hat Kiesgruben gemacht und die wurden nie verfüllt. Da stehen heute Städte drauf, Wälder, es ist Gras drüber gewachsen und egal in welches Kuhdorf du gehst, fragt die alten Bauern, alle sagen, oh, die Kiesgruben. Und das Münchner Wasser hat halt sehr lange Transportwege und wo die das in München schon sammeln und testen mit den Flohen, mit den Flöhen, ist schon noch gut. Aber jetzt stell dir vor, du wohnst in Schwabing, vom Wasserwerk nach Schwabing, und durch die alten Leitungen, durch diese alten Rohre und dann über die Stagnation im Haus und Wasser ist ja ein Magnet, nimmst zum Putzen. Ja, da genau. Wartet das Wasser nicht und ich messe halt, was kommt vom Himmel? 0 ppm. Vom Himmel kommt destilliertes Wasser. Uns wird gelernt, da stirbt man. Ja. Und ich sage genau das Gegenteil. Weil ich habe natürlich Heilpraktiker, Leute, die trinken seit 35 Jahren destilliertes Wasser. Sie wie haben Regenwasser, vom Wasser. Also vom Regen, das runterfällt, in der Tonic sammelt, kann man dann trinken, oder wie? Ja, da sind die ganzen Würmer drin, weil die Würmer wissen natürlich, was gut ist. Auch da haben wir wieder Lebensenergie. Okay. Klar. Und destilliertes Wasser stirbt man, wenn man es isoliert auf einen separaten Blutstropfen gibt. Okay. Aber ist natürlich nicht der Fall, weil Wasser ist Energie. Also H2O ist gleich Energie. Sir William Hardy war der Erste, der gesagt hat, es gibt Wasser in 4 Phasen. Ja. Und immer, und jetzt kommen wir zum ganz, ganz wesentlichen Punkt von der Energie, immer wenn Wasser eine Oberfläche berührt, fließt Strom. Und zwar, wenn ich hier an der Seite eine Elektrode reinstecke und in die Mitte eine Elektrode, dann fließt Strom. Jetzt sagt jeder, spinnst ja. Aber Wasser ist nicht Wasser. Und jetzt kommt halt das Dramatische, was jetzt Professor Naviot, ich habe auf der Homepage dem extra die Studien gewidmet. Ja. Da kannst du natürlich nachlesen, eine gesunde Zelle hat eine Spannung von minus 300 Millivolt und eine Krebszelle hat eine Spannung von minus 10 Millivolt. Und so sage ich, Dehydration ist die Mutter aller Krankheiten. Und wie viel Wasser soll man trinken am Tag? Und jetzt trinkst du Wasser, das geht aber schlecht in die Zelle rein. Du trinkst zum Beispiel sogenannte Heilwässer, wo hochmineralisiert sind. Ja, wie soll das in die Zelle reingehen? Da wird zusammen praktisch diese Wasser, die man im Supermarkt kaufen kann, die gerade sehr viele Mineralien drin haben, Mineralwasser heißt höher, desto schlechter geht es in die Zelle. Ja, ich nehme halt wieder die amtlichen Verlautbarungen, 1980, Trinkwasserverordnung, europaweit, hieß es, Richtwert maximal 400
Mikrosiemens, also 200 ppm. Also Richtzahl maximal 400 Mikrosiemens, auch für Calcium und für Magnesium gab es dann. Also der Richtwert ist von 400, damals europaweit, mittlerweile auf 2790 angepasst worden. Ja. Die Frage ist, ob sich die menschliche Genetik so schnell anpasst auf eine Versiebenfachung. Okay. Um es kurz zusammenzufassen, du würdest jetzt sagen, ein Mineralwasser ist gerade schlecht. Nein, kann man nicht sagen. Es gibt super Mineralwasser. Ja. Ich empfehle immer Plose, Laretana, Black Forest, Hornberger Lebensquellen. Mhm. Ich habe da nichts davor, aber die sind einfach gute Wässer. Ja. Sind da, die kannst du halt messen. Du hast mir ja gesagt, man muss Wasser auch trinken, um zu reinigen, um sich zu reinigen. Ja, nur zu versorgen und entsorgen. Okay. Wenn du das über die Mineralisierung machst. Aber man könnte ja auch sagen, ach mal, ich mache einfach Sport, dann schwitze ich, dann muss ich jetzt auch nicht immer das Wasser trinken. Also kurz, ja, uns hängt mit dem anderen zusammen. Ja, also wieso ist es überhaupt wichtig, dass man Wasser trinkt, das einen auch reinigt? Ja, weil du natürlich im Sport, die Zelle ist wie eine Stadt. Ja. Und deine Zelle versorgt dich mit Energie. Das heißt, sie hat auch Abfallstoffe. Mhm. Und dann hast du das im Bindegewebe drin. Okay. Und wenn du dann ein Wasser trinkst, das hochaufnahmefähig ist, auf Bayerisch, dann schwappt es dich halt aus. Okay. Wenn du ein hochmineralisiertes hast, ist es nicht so aufnahmefähig. Okay, und das Wasser Natur ist null oder ist aus dem, oder im Hochgebirge, sind Gletscherwässer, die haben halt alle diese Werte. Und was würdest du jetzt sagen, wie viel Wasser soll man trinken und dann am Tag? Wie viel trinkst du Wasser? Ich habe dramatisch, also die, was ich an E-Mails kriege, an Dankes-E-Mails und auch an Heilberichten, das mal, ist der Hammer. Also erzähl mal zum Beispiel, das ist ja wichtig, erzähl mal, welche Heilberichte kriegst du, was ist das? Das darf ich offiziell nicht sagen. Na, ohne Namen zu nennen, ohne Namen zu nennen. Es gibt eigentlich kein Krankheitsbild. Weil, schau ein Demenzgehirn an. Mhm. Ein Demenzgehirn hat, du hast ein Gehirn, das hat 90% Wasseranteil, es ist wie ein Schwamm. Ja. Und wenn ich jetzt einen Boden bei der Landwirtschaft nicht dünge und nicht wässere, dann macht es eine Spalte. Und wenn ich ein Gehirn nicht entsprechend wässere, dann gehen die Hirnspalten auseinander. Dann können diese Neurotransmitter, die Informationsübertragung, kann dann nicht mehr so stattfinden. Genau. Und sich können sich Ablagerungen, du gehst in die Körperwelten, schau ein Demenzgehirn an. Mhm. Demenzgehirn und ein gesundes Gehirn. Genau. Wenn wir die Welt verlassen, viele, die Demenzgehirne haben halt alle, diese Hirnspalten sind so groß, dass die Informationsübertragung nicht. Die können sich jeden Tag neu verlieben, leider. Also wie viel Wasser ich trinke. Wie viel Wasser trinkst du daheim? Egal wie ich sündige. Ja. Auf der Wiesn. Ich gehe nie in den Tag, ohne einen Liter Wasser getrunken zu haben. Morgens schon? Morgens. Das ist das A und O. Das ist der Schlüssel, das ist die Spritze. Und dann tue ich oft eine Zitrone rein. Jetzt heißt es ja basisches Wasser. Aber basisches Wasser verstoffwechselt leider nicht basisch. Du brauchst ein saures Wasser mit der Zitrone drin oder mit der Gurken. Die Frauen machen außen die Gurkenscheiben und ich sage, mach es halt innerlich mit dem Wasser. Was, zum Beispiel. Aber ein Liter Wasser, Körpergewicht mal 0,035. Je nachdem, wie viel Sport ich treibe. Okay, und dann tust du dann noch die Zitrone rein. Ja, und das trinkst du auf Ex, oder wie? Ich trinke immer halbeweise nur Ex. Also ich bin ein Bayer. Also auf zweimal ist ausgedrungen. Und ich habe auch bei mir im Büro immer einen Maskrug stehen, der ist voll Wasser. Und da trinke ich im Schnitt 3 Liter Wasserstoffwasser. Okay. Heißt, ich brauche nicht mehr so viel Schlaf, definitiv. Und ich merke es halt ganz brutal im Fitnessstudio. Okay. Weil den Wasserstoff verträgt nicht jeder so gut, weil also manche mit Amalgam oder so. Was macht denn Wasserstoff mit einem dann im Wasser? Das neutralisiert selektiv die krebserregenden Hydroxidradikale. Okay. Unser Thema ist, 90% aller Erkrankungen sind Grundlage Übersäuerung. Und diese Übersäuerung muss ich neutralisieren. Und das geht mit Wasserstoff, definitiv. Okay. Und wenn du Vitamin A, B, C, D, E nimmst, dann sind die alle in einer gewissen chemischen Formel. Zum Beispiel Vitamin E hat C29, H50, O6. Entscheidend ist nur das H, der Wasserstoff. Und wenn du dann viel Vitamin E nimmst, dann hast du nicht mehr C29, sondern hast C29, H20, O6. Und damit ist es selber ein freies Radikal. Dann würdest du sagen, es ist gerade schlecht, wenn man dann Vitamintabletten nimmt. Nein, die Dosis macht das Gift. Okay. Das ist schon gut. Mhm. Am Ideal natürlich aus Gemüse und aus Obst, kann ich nur sagen, Anthony William, was treibt uns an? Also wir sind eigentlich auf der wesentlichste Punkt, der uns antreibt, ist das Licht. Licht und Energie. Wie hängt das zusammen jetzt bei dem Körper gegenüber jetzt? Nee, das Fundamentale ist ja, wenn du wieder menschliche, oder du schaust den Körper an, wenn ich zum Beispiel eine Muskelzelle habe, dann bildet sich auch da diese kleine EZ-Schicht, wo 200 Mikrometer ungefähr ist. Und dann gebe ich dir ein Anästhetikum, dann geht diese Schicht auf null, dann bist du bewusstlos.
Dann nehme ich Infrarotlicht und bestrahle dich mit Infrarot, dann geht diese Zone fünffach höher und die ist halt negativ geladen. Das kann ich super einfach messen. Das hat nichts mit Esoterik zu tun. Also ich weiß halt, der Herr Tepperwein sagt immer, eigentlich ist das, was wir essen wollen, Licht. Wir wollen eigentlich nur Licht aufnehmen. Ja, klar. Und das drum, geht's. Ja. Deswegen soll man sich vorstellen, wenn man Essen isst, dass es Licht ist. Ja, du isst Licht. Bananen und solche Sachen haben viel Lichtenergie. Ja, oder schau jetzt die Weintrauben an und die Zwetschgen. Das ist pure Energie. Und das jetzt sagt natürlich unsere Manipulateure, oh Gott, Fruchtzucker. Ja. Aber Fruchtzucker schadet überhaupt nichts. Ja. Null. Licht ist Energie und ich kann das wieder messen. Und wenn ich heute viel Wasser trinke, habe ich diese ganzen EZ-Zonen. Und die Leute heute sind depressiv, sie sind müde, sie werden apathisch, weil sie zu wenig Wasser haben. Und nur wenn Wasser im Körper ist, kann das Licht ja auch wirken. Mhm. Weil das Licht geht durch. Und zwar, jetzt sagt man ja, in der Nacht habe ich kein Licht. Nee, nee, Infrarot. Du hast ja die Nacht mit Kameras und da siehst du immer, diese, dass es immer durchgeht. Und die Nacht, was machen wir? Wir laden uns auf. Und wieso kennst du dich eigentlich technisch so gut aus? Liegt es daran, dass du auch Bauunternehmer bist? Also weil du kennst dich wahnsinnig gut aus und bist auch Experte geworden. Aber was liegt das? Ich konnte ja, das ist so spannend und ich konnte ja gar nicht richtig folgen, weil so viele Fremdworte, dann guck mal, du kennst dich da top aus. Woher kommt das? Wie ist das entstanden? Ja, Interesse. Interesse. Lebenskrise. Sinnfrage. Was mache ich in dem Leben? Du kannst alles machen. Ich komme vom Bauernhof dann und dann war ich halt der kleinste Bub, bin da ins Gymnasium gegangen. Ja, was machen wir mit dem? Schickt man in die Schule. Also, und da war immer die Sinnfrage. Ja. Und dann wollte ich natürlich über materielle Güter, bin ich sehr reich geworden, aber irgendwie ist die Lehre da. Was? Ja. Und dann kam eben das mit dieser Kapelle. Das hat mich interessiert. Und dann geht es halt los. Dann gehst du zu Wasserfirmen. Aufbereitungsfirmen. Und dann frägst du, aber wenn du zu viel frägst, dann bist du schnell wieder im Abseits. Mhm. Und da habe ich gar nicht so viele Freunde, weil natürlich alle möglichst wenig Aufwand, viel Geld in kurzer Zeit. Mhm. Und das ist aber, das Wasser ist zu heilig. Also das interessiert es halt einfach. Was unterscheidet denn jetzt deine Sachen, mit denen man energetisiert, von anderen Firmen? Weil es gibt ja ganz viele Sachen. Nee, es gibt viele gute. Also wenn mich die Leute fragen, du, Sie, was halten Sie von dem? Sag ich, gut, können Sie machen. Bei deinen Sachen, was ist da anders jetzt als bei anderen? Also ich vertraue halt sehr auf diese heilige Geometrie. Okay. Da weiß ich, auf diese Formstrahlung, das ist seit Jahrtausenden, es funktioniert immer. Mhm. Ich mag halt, dass es stabil ist. Ich kenne halt auch Anbieter, wo das schon wirkt und nach 5 Jahren ist die Wirkung vorbei. Aha. Die kaufe ich mir, das kostet dann oft 2.000 Euro, der Warenwert ist 3 Cent und 2.000 Euro zahlst du, das ging ja alles, aber wenn es halt dann nach 5 Jahren die Wirkung verliert, dann mache ich es halt nicht. Also, und der Unterschied ist von uns, dass wir halt einfach dadurch, dass wir keinen Außendienst haben, die Hälfte verlangen, aber dass du natürlich in der Nachsorge ist. Weißt du, verkaufst es schnell. Ich kann dir was erzählen, aber in 5 Jahren, da muss ich dir sagen, pass auf, Bettina, du musst die Schläuche wechseln, du musst nach der Pumpe schauen, du musst das bei dir und nicht so bei deinen Sachen? Nein, ausgeschlossen. Wie gesagt, es gibt was viele Wege nach oben. Was ist das mit den Energieringen, mit der Geometrie? Da gibt es die Katharina Sperling und die kommt ursprünglich aus Miesbach oder die hat in Kairat den Slim Sperling und das war einfach ein Schmied und der hat irre Dinge gemacht mit der Energetisierung und da machen wir die Ringe nach dem Vorbild eben dieser heiligen Geometrie. Okay. Und diese Energie verliert sich nicht, das ist mir wichtig. Okay. Also ich habe zum Beispiel in meinem Tesla, hocke ich drin auf so einem Energiering. Aha. Wenn ich da nicht drin hacken würde, dann hätte ich schon ein Riesenproblem mit Elektrosmog. Das kann man halt alles neutralisieren. Der Energiering schützt dann vor Elektrosmog? Ja, also darf ich jetzt nicht sagen, aber es hat schon enorme Auswirkungen. Und wir machen halt diese Emoto-Kristalle und alle Versuche wieder mit den Pflanzen, mit dem Wachstum. Ja. Da gibt so viel Test mit. Und ich habe auch gesehen, auf deiner Homepage, da gibt es auch sowas wie einen Wunschring. Wie schaut der aus? Ja, man kann halt Dinge manifestieren und da hat halt der Slim Sperling so verrückte Dinge gemacht, dass er auch das Wetter schon beeinflusst hat. Du musst ja sagen, zum Beispiel Kurt Tepperwein, glaube ich, hat mal den Satz gesagt, erst gewonnen, dann begonnen. Ja, genau. Erst gewinnen, dann beginnen. Genau. Ist so. Genau. Und wenn ich den Wunschling habe, dann habe ich eigentlich schon das, was Tepperwein sagt, plus die geometrischen Formstrahlungen und dadurch verstärke ich diese Energie. Es gibt ja die hermetischen Gesetze und auch das Gesetz der Anziehung. Wenn ich den Wunsch habe und lasse ihn durch ein ganz starkes Energiefeld durch, jetzt sind wir halt im esoterisch-spirituellen, und lasse ihn da durch, dann ziehe ich natürlich Dinge allein durch den Fokus. Und wie arbeite ich dann damit? Schreibe ich dann meinen Wunsch auf und lege den unter diesen Wunschring? Oder wie mache ich das? Viele Wege führen nach Rom. Klar, du kannst das reintun, aber wir hatten es mal beim Verkehrsstau.
Wirklich, beim Verkehrsstau hat Madame neben mir mit dem Wunschring, und der Stau war sehr 9 Kilometer angesagt, und wir sind sehr vernünftig durchgekommen mit dem Wunschring. Also das darf man gar kaum sagen, ist völlig abgefahren. Aber wir wissen halt, dass wir nichts wissen. Bitte, was wissen wir mit unserem bisschen schwarzen Gehirn? Wir sehen 6% der Realität und wir bilden uns ein, wunderbar. Aber erklär mir mal, Handy, was und wie das heute funktionieren soll. Entscheidend ist, es funktioniert. Ausprobieren, man schadet niemand. Genau. Weil wenn du dein Handy und sagst, jetzt Bettina, erklär mir mal, wie das jetzt geht. Ich rufe jetzt an und dann bin ich in Shanghai und schicke dem ein Dokument, oder mit WhatsApp schicke ich ihm ein Bild. Ja, bitte, kann man das erklären? Das ist doch. Wenn du das vor 50 oder 100 Jahren jemand gesagt hättest, der hätte ich für genauso verrückt erklärt, wie mich die Leute draußen jetzt mit dem Wunschring für verrückt erklären. Ich finde halt immer, wenn man so die Wissenschaft zu hoch hält. Ja, aber was sehen wir mit der Wissenschaft? Das ist so begrenzt. Ja, und dann schaue ich ins Weltall hoch. Und dann weiß ich einfach, der menschliche Verstand ist so mini. Aber natürlich, die Homöopathie, dass sie wirkt, in neun von zehn Fällen wirkt sie. Also das. Aber wir sind halt da gerade jetzt am Wandel, drum sitzen wir zwei da, weil wir sagen, Wir sind Pioniere. Ja, das macht schon Spaß. Also das, wie heißt es? Ja. Es gibt ja immer zwei Sachen. Wenn der Wind der Veränderung bläst, dann bauen sich die einen Burgen und die anderen Windräder. Also wir sind die Windradl. Ja, genau, wir sind die Windradl. Super. Lieber Erich, vielen, vielen Dank für dieses echt inspirierende und total, also das war so erkenntnisreich jetzt. Das war so. Sehr energetisierende Interview, würde ich jetzt sagen. Vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist. Also super. Meine zwei Sätze zum Schluss. Ja, Laufen und Saufen. Weil Laufen heißt, das Erdmagnetfeld ist negativ geladen. Auch das kann man super erklären. Und wenn du dann läufst, zum Beispiel durch den Wald, hast du halt Sauerstoff und du hast unten diese Energie über dieses Erdmagnetfeld, dann lädst du dich auf wie ein Dynamo. Ah. Also das ist Laufen. Das Trinken heißt halt, kein Stoffwechsel ohne Wasser, keine Chance. Und wenn du jetzt eine Cola oder irgendwas anderes trinkst, dann braucht der Körper sehr viel Energie. Ja. Um das Wasser zu gewinnen, macht erstens viel Abfälle und zweitens viel Arbeit. Also reines Wasser trinken. Und das Dritte ist halt, wie du das gesagt hast, heißt bei mir immer, turne bis zur Urne. Also Bewegung fordern, weil unsere Genetik halt ist nur wie vor 20.000 Jahren und das heißt halt einfach Bewegung. Und du hast es noch schnell gesagt, schwitzen, das A und O, weil in der Sauna schwitzt du Protonen raus. Und was wir brauchen, sind Elektronen, und durch das Licht kriegst du wieder Strahlung, diese EZ-Zonen, und darum ist das einfach Turnenbewegung, das A und O. Super, war ja wichtig, sehr, sehr hilfreich und sehr wichtig. Super, vielen, vielen Dank für die Zeit, für die Erklärungen, und ich finde es total interessant, was mir der Herr Meidert gesagt hat. Ihr findet jetzt Informationen zu seiner Firma und zu seinen Wasserprodukten, sage ich jetzt mal, wie man Wasser energetisieren kann, auch im Abspann und auch in der Bauchbinde. Bei euch bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis bald, bis zum nächsten Interview.